Um diese kleinen Käfer geht es in der Videoreihe zum Operationsverstärker. Je nach Typ befinden sich ein, zwei oder sogar vier Verstärker auf einem Halbleiterchip. Operationsverstärker sind sehr einfach und universell einsetzbar und darum kommen auch wir nicht drum herum, uns mit ihnen zu beschäftigen. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Der Operationsverstärker ist keine Erfindung der Neuzeit. Der Name stammt noch von seiner Verwendung in der analogen Rechentechnik und die ersten Exemplare liefen noch mit Elektronenröhren. Obwohl es sich um eine komplexe Schaltung handelt, werden wir den Operationsverstärker in Zukunft wie eine Blackbox oder besser wie ein einzelnes Bauelement mit 5 Anschlüssen behandeln. 2 Anschlüsse für die Betriebsspannung. Meistens wird der OPV mit 2 symmetrischen Spannungen betrieben. Er hat einen Ausgang und 2 Eingänge. Einen nicht invertierenden Eingang, gekennzeichnet mit dem Pluszeichen, und einen invertierenden Eingang, das ist der mit dem Minuszeichen. Was es damit auf sich hat, werden wir noch sehen. Das neuere Schaltzeichen laut DIN sieht so aus, aber ich bin nicht der Einzige, der sich daran nicht gewöhnen möchte. Viele verwenden auch weiterhin noch das herkömmliche dreieckige Schaltsymbol. Um die Zusammenhänge etwas besser zu verstehen und weil wir natürlich neugierig sind, schauen wir heute aber zunächst mal in den Operationsverstärker hinein. Der Operationsverstärker basiert auf dem Prinzip des Differenzverstärkers. Er besteht aus 2 Transistorstufen, die am Emitter gekoppelt und über einen gemeinsamen Emitterwiderstand mit der negativen Betriebsspannung verbunden sind. Es gibt 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Der Eingang wird nicht durch einen Spannungsteiler an der Basis belastet, weshalb der Eingangswiderstand höher ist als bei einem normalen Transistorverstärker. Für einen idealen Differenzverstärker müssen die Bauelemente beider Zweige absolut identisch sein. Wenn die Bauelemente gleichzeitig auf einem Chip mit derselben Technologie hergestellt werden, kommt man dem schon sehr nahe. Liegt an beiden Eingängen die gleiche Spannung an, fließt auch der gleiche Strom und an den Ausgängen liegt die gleiche Spannung. Die Spannung zwischen beiden Ausgängen ist 0. Steigt die Spannung zum Beispiel an der Basis von Transistor 1 an, erhöht sich der Kollektorstrom und die Spannung am Kollektor sinkt. Zwischen den beiden Ausgängen ist diese Unsymmetrie als Spannungsdifferenz messbar. Erhöht sich die Spannung an Eingang 2 auf den gleichen Wert wie an Basis 1, ist das Gleichgewicht wiederhergestellt und die Ausgangsspannung wieder 0. Zwischen den Ausgängen tritt also immer nur dann eine Spannung auf, wenn es eine Differenz zwischen beiden Eingängen gibt. Speist man an beiden Eingängen das gleiche Signal ein, ändert sich am Ausgang nichts und das Signal wird nicht verstärkt. Das kann von Vorteil sein, um zum Beispiel Störeinstrahlungen, die auf beide Eingänge wirken, zu unterdrücken. In der Praxis wird das Ideal nicht ganz erreicht und die Gleichtaktverstärkung ist nicht ganz 0. Das Verhältnis von Differenz- und Gleichtaktverstärkung wird Gleichtaktunterdrückung genannt und ist ein Maß für die Güte eines Differenzverstärkers. Gute Verstärker erreichen Gleichtaktunterdrückung von um die 100.000, das entspricht 100 dB. Die Berechnung der Widerstände ist recht simpel. Wir versorgen den Verstärker zum Beispiel mit plus minus 10 Volt. Ohne Ansteuerung liegt das Basispotenzial auf Masse, also 0 Volt. An den Kollektoren soll die halbe positive Betriebsspannung liegen, also 5 Volt. Durch beide Transistoren soll ein Strom von 5 mA fließen. An den Kollektorwiderständen liegen je 5 Volt. Bei 5 mA ergibt das 1 Kiloohm. Über dem Emitterwiderstand liegt eine Spannung von 10 Volt minus der Basis-Emitterspannung von etwa 0,7 Volt, also 9,3 Volt. Und das fließen 10 mA, macht 930 Ohm. Die beiden Eingänge liegen an Masse. Die Betriebsspannung ist einmal plus 10 Volt, einmal minus 10 Volt. Am Emitter liegen minus 0,65 Volt und die beiden Ausgänge
bringe es nicht ganz auf 5 Volt. Die Differenzspannung zwischen den beiden Ausgängen ist leider nicht ganz null, obwohl ich versucht habe, die Bauelemente so gut es geht auszumessen. Die Abweichung der Ausgangsspannung vom Nullwert wird Offset genannt. Um die Toleranzen der Bauelemente auszugleichen, kann man den Emitterwiderstand aufteilen und mit dem Einstellregler die Arbeitspunkte der Transistoren so abgleichen, dass die Differenzspannung wieder Null ist. Testen wir die Gleichtaktunterdrückung mal mit einem Sinussignal. Der Oszillograph misst die Differenzspannung zwischen beiden Ausgängen. Eingang von Transistor 2 liegt auf Masse. Der Eingang von Transistor 1 ist mit dem Sinusgenerator verbunden. Die Differenzspannung zwischen beiden Eingängen tritt natürlich auch als Differenz an den Ausgängen auf. Jetzt lege ich mal den Eingang 2 an das gleiche Signal an. An beiden Eingängen haben wir jetzt das gleiche Signal im Gleichtakt. Die Differenz ist 0 und das messen wir auch am Ausgang. Dass die Gleichtaktunterdrückung nicht ganz 0 ist, können wir sehen, wenn ich die Verstärkung etwas weiter aufdrehe. Aber da muss ich schon ganz schön hochdrehen. Da sehen wir, dass ganz gering die Sinusspannung noch durchkommt. Ein Grund für die Restverstärkung des Gleichtaktsignals ist die Tatsache, dass der Emitterwiderstand keinen konstanten Strom an die Transistoren liefert. Mit der Aussteuerung ändert sich der Spannungsabfall an RE und das Emitterpotential schwankt, während die Basis-Emitter-Spannungen relativ konstant bleiben. Man kann diesen Einfluss weiter verringern, wenn man die Emitter aus einer Konstantstromquelle speist. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Die Gleichtaktunterdrückung wird so wesentlich besser. Im Gegensatz zum Differenzverstärker hat der Operationsverstärker nur einen unsymmetrischen Ausgang. Um das Differenzsignal auf ihn zu übertragen, ersetzt man die Kollektorwiderstände durch einen Stromspiegel mit Transistor 3 und 4. Auch hier sollen beide Transistoren identische Daten haben. Wie funktioniert der? An Transistor 3 sind Basis und Kollektor verbunden. Der Kollektorstrom von Transistor 1 fließt durch T3. Über der Basis-Emitter-Strecke von T3 liegt die Flussspannung der Diode. Parallel dazu liegt die Basis-Emitter-Diode von Transistor 4, weshalb durch ihn ein gleich großer Strom fließt. Es entsteht praktisch ein Abbild des Kollektorstroms von Transistor 1. Der Ausgang liegt am Kollektor von Transistor 2 und am Knotenpunkt treffen der Kollektorstrom von T2 und der gespiegelte Strom von T1 aufeinander. Über den Ausgang fließt nur die Differenz beider Ströme. Sind die Ströme durch T1 und T2 gleich, ist die Differenz am Ausgang wieder 0. Das Ausgangssignal wird jetzt noch verstärkt, denn ein Merkmal des Operationsverstärkers ist ein sehr hoher Verstärkungsfaktor. Die Endstufe sorgt für einen kleinen Ausgangswiderstand. Als Beispiel dient hier die Innenschaltung des einfachen Universaloperationsverstärkers μA oder LM741. Am Eingang der Differenzverstärker. Es gibt Anschlüsse für eine externe Offset-Kompensation. Gut zu erkennen der Stromspiegel. Die Hauptverstärkung und Anpassung an die Endstufe erfolgt über diesen Schaltungsteil. Und am Ausgang eine komplementäre Endstufe. Der BFET-Operationsverstärker besteht aus einer Mischung von Bipolar- und Feldeffekttransistoren. Als Beispiel hier der TL080. Die beiden Sperrschicht-FETs im Differenzverstärker erhöhen nochmal den Eingangswiderstand. In der Fortsetzung sehen wir uns dann die äußere Beschaltung und die Einsatzmöglichkeiten des Operationsverstärkers an. Klickt auf die Abo-Glocke, damit ihr nichts verpasst, und hinterlasst ein positives Feedback, wenn euch das Video etwas gebracht hat.